So, da sind wir auch schon zurück an der letzten Missionsaufgabe, nämlich 5 Eliminierungen in verschiedenen Matches. Heißt, wir müssen definitiv 5 Runden spielen und jedes Mal einen Kill machen. So, aber kurz in eigener Sache, ihr könnt mal wieder was gewinnen, nämlich einen Skin. Ein Skin aus dem Shop am Sonntag, denn am Sonntag um 15 Uhr verlose ich wieder einen Skin aus, wie gesagt, dem aktuellen Shop. Nicht der von heute, sondern dem am Sonntag. Was musst du dafür machen? Eigentlich fast nichts. Wäre halt schon schön, wenn du ein Abo da lassen würdest, die Glocke aktivieren für dich selber, weil dann siehst du auch, wann ich an dem Tag online gehe und du siehst halt dann auch, wann du die Chance hast, den Skin zu gewinnen. Wie gesagt, 15 Uhr bin ich definitiv da am Sonntag, wie halt in allen Videos auch bis jetzt so angekündigt und in der Regel halte ich mich auch daran, bis jetzt immer. So, was musst du aber auf jeden Fall tun? Mir auf jeden Fall bitte eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack. Wieso, werde ich dir gleich erklären. Wie gesagt, yt-familyhack. Genauso wie der Creator-Code, genauso geschrieben. So, dann abschicken. Ihr wisst ja, sich selber Freundesanfrage schicken geht schlecht. Und warum müsst ihr das bitte machen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn jetzt Verlosung wäre, jetzt gerade. Ich habe deinen Namen ausgelost und du suchst hier diesen Skin aus. Dann gehe ich hier hin, gehe auf Geschenk kaufen und suche deinen Namen aus. So, jetzt suche ich dich und du wirst Manu88 P2 heißen. Dann haben wir ein Problem, weil ich kann dir das Geschenk erst in einem Tag schicken. Es gibt aber auch, dass ich dir das erst in 2 Tagen schicken kann, weil sobald ich die Freundschaftsanfrage angenommen habe, kann ich dir ein Geschenk erst nach 2 Tagen schicken. Bedeutet halt so schnell wie möglich die Freundesanfrage rausschicken und dann bist du da eigentlich auf der sicheren Seite, würde ich mal behaupten. So, dann was den Creator Code betrifft, wie gesagt, hier ist der ganze Shop, hier gehst du auf Item Shop, dann unten rechts unterstütze einen Creator, einfach yt-familyhack eingeben, auf annehmen, auch darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, öfters mal eingeben, weil alle 2 Wochen löscht sich der Name halt automatisch raus. So, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze nämlich nochmal. Ich habe es nämlich eben schon mal aufgenommen, aber das Problem war, unser Gegner ist abgehauen. Und dann habe ich irgendwie keinen Gegner mehr gefunden und dann bei, ich glaube, nur noch 15 Leuten, dann blöd gestorben. Deshalb, wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ich will es euch einfach nur zeigen, wie das Ganze aussieht. Also im Prinzip, ihr müsst 5 verschiedene Runden spielen und jeweils einen Kill machen. Mehr ist es im Prinzip nicht. Aber wie immer, ich will es euch natürlich im Video selbst demonstrieren, dass es auch zählt und was ihr halt genau machen müsst. Und an die etwas älteren Zuschauer, wundert euch nicht, ich lade deshalb jede Aufgabe hoch, weil wir haben ja auch jüngere Zuschauer, die Aufgaben nicht so ganz verstehen oder sich wundern, warum funktioniert das denn bei mir nicht? Weil sie einfach die Aufgabe nicht richtig lesen. Also habt ein bisschen Verständnis, weil denkt dran, ihr wart auch mal jünger. So, wo landen wir denn jetzt mal? Ist halt echt die Frage, gehe ich direkt raus oder nicht? Aber eigentlich muss ich es ja machen. Wenn wir direkt einen Kill haben wollen. Wir probieren es einfach mal. Da unten ist, glaube ich, gar keine Aufgabe zurzeit. Außer halt noch der eine Buchstabe von vor 3 Wochen, meine ich. Weil klar, jetzt auf Krampf einen Kill machen im Video ist natürlich nicht so einfach eigentlich. Aber ich hoffe, es mal funktioniert jetzt. Weil, wie gesagt, eben kein Gegner, nichts. Und meine Lags sind heute echt extrem, was in Fortnite abgeht. Ja, Gegner haben wir schon mal definitiv genug. Toll, er landet auch noch definitiv mit mir. Oh, Leute, guckt euch diese Lags an. Was soll ich denn da machen? Guck mal, diese Lags. Da kann ich doch nichts machen. Loot ist hier auch keiner. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Gegner in die Falle läuft. Oh,
Hier unten ist auch nichts. Er ist in die Falle gelaufen. LOL. Und wie ihr seht, einen von 5 Kills. Er ist tatsächlich in die Falle gerannt. So einfach kann es gehen. Aber wir gehen direkt raus. Ja, ja. Weil dann haben wir nämlich schon einen von 5. Vielleicht kriegen wir noch den zweiten hin. Aber mit der Falle einfach mal hingesetzt auf gut Glück. Und er ist natürlich reingerannt. Wenn man es plant, geht es nicht. Wir gucken gerade, ob es auch wirklich gezählt hat. Ja, 1 von 5. So, dann gehen wir direkt mal in die nächste Runde. Ich bin gerade echt im Überlegen. Also Gruppenkeile ist natürlich die sicherste Variante. Einfach 5 Runden Gruppenkeile, fliegt direkt zum Gegner rüber, da den Kill machen. Aber das könnten wir eigentlich jetzt mal gerade gucken, ob es wirklich so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Machen wir es wirklich mal in Gruppenkeile, ob es da nicht eventuell wirklich schneller geht. Weil, klar, wir wissen, wenn wir irgendwo komplett neu landen, da einen Kill zu machen, das kann auch mal 5 Runden passieren, dass da gar nichts geht. Gerade für die etwas schlechteren Spieler, so wie mich zum Beispiel auch selber mit einbegriffen, da klappt halt selten was direkt. Deshalb lieber ein bisschen weiter weg landen, hoffen, dass ein Bot mitkommt und dann geht es auch so. Aber wir probieren es halt jetzt echt mal in Gruppenkeile. Ich hoffe, wir kriegen eine schnelle Runde. Ja, sieht gut aus. Komm. Ja. Solange die Runde nicht so ist wie eben schon mal, wo ich glaube ich in einer Stadt 6-mal gestorben bin. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber trotzdem schon öfters helfen konnte und du gern mal einen Skin gewinnen willst, gern ein Abo da lassen. So, gerade mal einen Schluck trinken. Nicht, dass ich hier noch verdurste. So. Ba-ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Wo gehen wir denn mal hin? Direkt Spielzelle. Eigentlich nur schnell looten und hoffen, dass die Gegner halt auch da noch landen. Weil wir müssen ja einfach nur einen Kill machen. Weil ich glaube, Lazy Lake ist dann quasi... Ja, ich glaube, das ist zu nah. Weil die sind trotzdem noch vor mir da. Weil wie ihr seht, der Bus ist jetzt da drüben. Ah, wir fliegen einfach Richtung Zone. Feierabend. Ach, ich sehe es ja jetzt erst. Die haben ja die Mitte wieder geändert. Die Zombies sind ja raus. Beziehungsweise die Insel ist wieder komplett da. Ja, da merkt man, dass ich hier eigentlich... Hallo, nicht laggen. Alter. Habt ihr es jetzt gesehen? Wie soll ich da spielen? Diese Hardcore-Lags. Mann, 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 Mann. Also da wünsche ich mir manchmal echt auf der PlayStation zu sein, aber da habe ich ja auch schon gehört, da soll es ja anscheinend noch schlimmer sein. So, jetzt gerade noch ein bisschen was an Waffen holen, weil das war ja gerade gar nichts. Oh, ist das dein Ernst? Ja, klar, du hast natürlich direkt eine Waffe. Also einen zweiten Kill will ich jetzt safe noch haben. Aber dann auch so Kackwaffen, gell? Und wieder am Lecken. Haben wir hier überhaupt Gegner? Was komplett. Dann komm, hol ich in einen Mini noch. Ich denke mal, dann wird doch der erste Gegner hier runterkommen.
Ach, wer macht denn hier schon wieder Auge? Von wo? Hier ist doch gar keiner. Das meine ich halt immer bei Gruppenkeile. Du rennst halt teilweise am Anfang rum und findest nichts. Aber einen Kill will ich jetzt noch haben in der Runde. Ist klar. Okay. Hat er aus Versehen geschossen? Oh, wo sind denn die ganzen Gegner? Zeigt euch. Ja, da hinten ist ein Fisch. Ja gut, ich will das Video jetzt auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Ihr habt ja gesehen, einfach einen Kill machen pro Runde. Und da hinten. Vielleicht kriegen wir den. Jetzt auch nicht, er fährt mit Boot weg. Doch. Wo soll er denn jetzt hin? Sag mal, hauen die Gegner heute alle vor mir ab oder was? Heute ist echt ein bisschen nervig. Aber hier ist auch keiner. Hallo. Kein Mensch rennt hier rum. Als wäre hier so ein toter Spot. Na gut, ich habe ja gesagt, ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Und dann würde ich sagen, war es das auch an der Stelle. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, einfach pro Runde einen Kill machen, das Ganze fünfmal und schon habt ihr es geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.